Liebe Freunde des Peter Böhringer MdB YouTube-Kanals, immer noch Ende April 2018. Ein weiterer Bericht zu einem nicht einfachen Thema, aber es war nun mal Tagesordnungspunkt im Plenum, mehrere Tagesordnungspunkte. Ich beziehe mich in diesem Video auf den Antrag der AfD, Christenverfolgung stoppen und sanktionieren. Das war am Donnerstagabend. Am Freitag gab es einen Bericht der Bundesregierung zur weltweiten Lage der Religionsfreiheit, also natürlich damit zusammenhängt. Und es gab einen Antrag aller Parteien, außer AfD, zum Thema Rohingya, die muslimische Minderheit in Myanmar. Nun denn. Und das war schon interessant. Unser Antrag, Christenverfolgung stoppen und sanktionieren, sollte ein Selbstläufer sein. Das ist eine Selbstverständlichkeit, dass der Deutsche Bundestag sich hinter dieser Forderung versammelt. 200 Millionen verfolgte Christen. Nie in der Geschichte der Christenheit gab es mehr verfolgte Christen, und zwar in verdammt vielen Ländern. Einige wenige noch kommunistisch verfolgt, das war früher das Hauptthema, nachdem die römische Verfolgung eine Weile her ist. Inzwischen ist es ein fast ausschließlich muslimisches Verfolgungsthema. Es mag sein, dass es Diskriminierung auch von anderen Religionsgruppen gibt und vielleicht noch in Nordkorea ein paar Christen ihre Religion nicht ausüben dürfen. Aber es ist in erster Linie ein islamisches Thema. Natürlich. Das haben wir aber gar nicht so festgestellt. Es wurde schon ein bisschen generischer die Lage geschildert. 128 Länder verfolgen Christen. In 94 Staaten sind Christen zudem gesellschaftlichen und in 97 Ländern staatlichen Anfeindungen ausgesetzt. 97, Leute, das ist fast jeder zweite Staat der Welt. Das ist die Lage. Religionsfreiheit schließt natürlich auch die Freiheit vor Religion mit ein. Dazu komme ich später nochmal zurück. Das ist die negative Religionsfreiheit. Ganz wichtiges Thema, auch die wird mit Füßen getreten. Es geht nicht nur, also weltweit, vor allem vom Islam, es geht nicht nur um Christen, es geht auch durchaus um das Recht auf Atheismus, auf Agnostizismus. Aber ja, soweit, so gut sollte man meinen. Ein ganz sicher neutral formulierter Antrag von uns. Wir beziehen uns auch auf die allgemeinen Grundsätze der Menschenrechte. Artikel 18, jedermann hat das Recht auf Gedanken, Gewissens, Religionsfreiheit. Das sind alles Selbstläufer. Niemand darf einem Zwang ausgesetzt werden. Es sind Freiheitsrechte des Religionsfreiheits, ein Unterrecht des Freiheitsrechts. Und die Erklärung der Menschenrechte von 1948 zitieren hier. Das sind alles völlig normale Dinge, die man eigentlich nicht mal in einen Antrag packen müsste. Wir mussten es aber tun, denn die Christen, 200 Millionen, werden weltweit verfolgt. Das sind wichtige Dinge. Natürlich kann man es nicht mit einem Antrag aus der Welt schaffen. Aber so arbeiten nun mal Parlamente auch mit diesen Solidaritätserklärungen. Und nein, mit den seltsamsten Argumenten, teilweise auch mit den abwegigsten Argumenten, wurde dieser Antrag von uns abgelehnt. Ich meine von allen anderen Fraktionen, nur ein paar Zitate aus diesen Debatten, auch zum Religionsbericht des neuen Religionsbeauftragten der Bundesregierung. Herr Kauder meinte in einer Art Predigt, er hat es als Predigt vorgetragen, es war wirklich ein Predigt, klerikaler Stil, weg von jeglicher Realität, also wieder eine Rede vom Uranus. Und Zitat von Kauder: Religionsfreiheit ist das wichtigste Menschenrecht, hat er wirklich gesagt. Es ist natürlich ein wichtiges Recht, aber es ist nicht das wichtigste Menschenrecht. Das ist immer noch die Würde des Menschen. Herr Kauder sollte sein Grundgesetz kennen, da ist es nicht umsonst. Artikel 1, die Würde des Menschen, und der Religionsfreiheit, wie auch immer man sie auslegt, ist im Artikel 4 kodifiziert. Und das ist ein qualitativer Unterschied, denn der 1er Grundgesetz, der ohnehin in jedem Verfassung irgendwo drinsteckt, außer vielleicht in islamischen, wo er eingeschränkt wird, ist absolut sakrosankt. Er kann mit keiner Mehrheit in einem zivilisierten Deutschland jemals abgeschafft werden. Das müsste Herr Kauder wissen. Und doch sagt er, das wichtigste Menschenrecht ist die Religionsfreiheit. Und er sagt noch nicht mal dazu, dass natürlich auch die negative Religionsfreiheit irgendwie wichtig ist. Er hat sich nur darauf bezogen, auf die positive Religionsfreiheit. Auch das ist verfassungswidrig. Das ist einfach keine saubere Auslegung oder vollständige Zitierung der Verfassung. Und hat auch nicht erwähnt, dass der Islam, insbesondere mit der sogenannten Kairoer Erklärung der Menschenrechte von 1990, eben nicht dieses Menschenrecht uneingeschränkt anerkennt, sondern alles, jedes Menschenrecht inklusive dem auf Religionsfreiheit unter Scharia-Vorbehalt stellt. Ganz klar die Scharia über die Erklärung der Menschenrechte stellt, das ist, muss Herr Kauder wissen, er gesagt hat das nicht. Ja, und damit war die Debatte für ihn beendet. Er hat nur noch Amen sagen müssen. Religion ist das wichtigste Menschenrecht und es war ohnehin eine Predigt. Ein Amen hätte es getan. Es hat dann ja, mit Realität ungefähr noch so viel zu tun, wie heutzutage die Predigten der Amtskirchen, die wahren Predigten in den Kirchen, die
damit trete ich nicht den einzelnen Pfarrern zu nahe, zumindest auf hoher Ebene, wo alles politisiert ist, auch mit der Realität nicht mehr viel zu tun haben. Frau Özoguz, SPD. Die Religionsfreiheit ist ein Individualrecht, keine Pflicht zur Religion. Freiheit ist wichtig. Okay, ja, das ist in Ordnung, das kann man so sehen. Ist gut, findet auch der Libertäre in mir gut. Nur, sie hat nicht erwähnt, dass der Islam all das nicht anerkennt. Das ist der beim gläubigen Islam. Zählt das Individuum gar nichts. Jeder Mensch ist schlichtweg ein Teil der Umma, des Kollektivs der Umma, ein zutiefst kollektivistische Religion. Das sagt Frau Özoguz nicht. Das sind die Widersprüche. Es werden immer nur Halbwahrheiten aufgetischt. Herr Castellucci, SPD, auch ein immer wieder beliebter Zitatgeber. Zitat: AfD, der AfD-Antrag zur Christenverfolgung wird von der AfD zur Hetze gegen Muslime instrumentalisiert. Das muss man sich vorstellen. Wir machen eine Solidaritätserklärung mit 200 Millionen verfolgter Menschen. Jeden Tag sterben hunderte Christen. Und Herr Castellucci hat nichts Dümmeres zu tun, als uns eine Instrumentalisierung dieses unsäglich traurigen Themas vorzuwerfen. Ja, das ist wie immer unterste Schublade. Aber es ging auch noch weiter. Es wurde auch die CSU kritisiert, ein Stück weit vielleicht sogar zu Recht, auch von den anderen Altparteien. Denn Herr Söder meinte ja, sich irgendwie für den Wahlkampf positionieren zu können, indem er nun in jede bayerische Amtsstube ein Kreuz aufhängen lässt. Reine Klientelpolitik bzw. reine Symbolpolitik, wenn man weiß, was die CSU sonst so alles mitstimmt. Die komplette Überfremdung Europas, auch Bayerns, wird von der CSU konsequent mitgetragen. Das ist antichristliches Verhalten par excellence und parallel hängt man in jede Amtsstube ein Holzkreuz auf, wo es eigentlich tatsächlich im säkularen Staat gar nicht so unbedingt viel zu suchen hat. Das wurde Herrn Söder auch vorgeworfen. Zitate jetzt nicht von uns, sondern von anderen Parteien. Ein FDP-Kollege hat in dieser Debatte zu Recht Herrn Söder kritisiert für dessen Zitat, mit dem Söder rechtfertigt, dass dieses Kreuz als religiöses Symbol in die Amtsstuben soll. Söder: Das Kreuz ist kein religiöses Symbol, sondern ein identitäres. Das muss man sich vorstellen. Das sagt ein CSU-Politiker. Das Kreuz ist kein religiöses Symbol, sondern ein identitäres. Da sind mehrere Widersprüche drin. Zum einen ist das Kreuz natürlich ein religiöses Symbol. Es ist, sollte auch Herr Söder wissen, als christlich-sozialer Politiker, das Kreuz, an dem sein eigener Heiland umgebracht wurde, ist natürlich ein religiöses Symbol. Es hat diese Weltreligion des Christentums begründet. Gleichzeitig sagt er, es ist ein identitäres Symbol. Oh Gott, identitär, war da nicht was mit der identitären Bewegung, von der sich die CSU konsequent fernhält, womit ich jetzt keine AfD-Aussage zu diesem Thema mache. Aber identitär ist ja eigentlich ganz bäh und blöd. Und Herr Söder bezieht sich mal ganz nonchalant darauf, während uns das als rechte Hetze ausgelegt wird, wenn wir uns in irgendwie in Richtung auf Identität berufen. Ja gut, wäre ja schön. Nur das Kreuz ist halt nun mal kein allgemein anerkanntes identitäres Symbol. Nicht mal mehr in Bayern, das sollte auch Herr Söder wissen. Das wäre ja schön, wenn es noch so wäre, lieber Herr Söder. Es ist aber nicht mehr so. Und für die Atheisten war es das ohnehin nie. Und mittlerweile ist auch Bayern, speziell München und Nürnberg, muslimisch überfremdet. Das ist ganz sicher kein identitätsstiftendes Symbol mehr. Man muss ja als Christ, wenn man ein Kreuz um den Hals trägt in Nürnberg, in der Innenstadt oder in München, inzwischen ja fast schon Glück haben, wenn man da abends nicht blöd angerempelt wird. Alles vorgekommen. Parallel haben wir ja auch im Bundestag noch Kippa-Debatten geführt und es gab Überfälle auf Kippa-Träger. Also nicht muslimische Symbole in der Öffentlichkeit heutzutage zu tragen, ist gefährlich geworden. Und da sagt Herr Söder, identitätsstiftend das Symbol. Ja, also ganz klar, dem Wahlkampf geschuldet, das war die Debatte zu Christentum und zur Lage der Religionsfreiheit. Und dann nicht einmal 9 Stunden später kommt ein Antrag von allen anderen Fraktionen, CDU, CSU, SPD, FDP, Bündnis 90, die Grünen, die Gewaltexzesse gegen die Rohingya stoppen. Für die vollständige Anerkennung der Rohingya als gleichberechtigte Volksgruppe in Myanmar. Ich wage mal die These, dass die Rohingya in Deutschland bis vor einem Jahr niemand gekannt hat. So gut wie niemand. Ja, ich glaube es einfach nicht, dass das ein großes Thema war. Trotzdem ist es eine Minderheit, es ist eine relevante Minderheit in Myanmar. Regiert übrigens von der Friedensnobelpreisträgerin Sun. Und die Rohingya werden verfolgt. Und sie werden inzwischen relativ streng verfolgt in Myanmar.
Das ist nicht gut. Dagegen hätten wir uns mit Sicherheit auch ausgesprochen. Nur, wo bleiben die Anträge für die hunderten, tausenden anderen Fälle, die alle vergleichbar sind mit den Rohingya-Verfolgungen derzeit, die übrigens auch eine Vorgeschichte hat. Die Rohingya haben Grenzposten angegriffen im Norden von Myanmar. Es ist eine muslimische Minderheit, die zumindest ihre radikalen Elemente, wie oft, wie in vielen Ländern, eben Schwierigkeiten macht. Und die Buddhisten an dieser Stelle haben sich eben gewehrt. Da geht es etwas rustikaler zu als in anderen Teilen der Welt. Und es wurde also vielleicht überreagiert, das kann man durchaus so sehen. Und es werden hier die Rohingya konsequent vertrieben. Das ist nicht in Ordnung, das ist eine Sauerei. Sie wurden ins ebenfalls muslimische Bangladesch vertrieben, wo sie unter üblen Umständen im Moment leben. Und ja, gegen humanitäre Hilfe hat da niemand was, hätten auch wir ganz sicher nicht gehabt. Aber wo bleiben die vergleichbaren Anträge gegen hunderte vergleichbare Fälle, wo eben auch mal viele, viele, viele Christen oder Atheisten betroffen sind? Aber nein, hier wird nichts. Hier wird auch im ganzen Debatte wurde diese muslimische Aggression, die der myanmarischen Reaktion vorausging, auch so gut wie nicht erwähnt. Nur unser eigener Redner, Herr Braun, hat das in der Tat getan. Er hat akribisch aufgezählt, was die Vorgeschichte war. Und man kann die Vorgeschichte nicht ausblenden. Schauen Sie sich das auf YouTube an. Die Rede von Herrn Braun ist wirklich sehenswert zum Thema Rohingya. Und dann sehen Sie das vielleicht ein bisschen mit anderen Augen, was nicht die Vertreibung rechtfertigt und humanitäre Hilfe wäre eingebracht. Aber hier auch noch ein politisches Statement zu machen, ohne darauf hinzuweisen, dass der Islamische Staat die Rohingya infiltriert hat, dass der diese Krise mit ausgelöst hat und dass es eben Multikulti niemals funktioniert, auch in diesen Ländern nicht. Es funktioniert nie und nirgendwo auf diesen Ländern. Es ist mal wieder eskaliert, diesmal in Myanmar. Und es ist schlimm, aber es ist nicht singulär. Das geschieht gegen Christen überall ebenfalls. Ja, Zitat aus diesem Antrag vielleicht noch. Verantwortlich für die soziale und wirtschaftliche Situation der muslimischen Minderheit der Rohingya ist ihre systematische Diskriminierung in Myanmar. Durch das Vorenthalten der myanmarischen Staatsangehörigkeit, werden sie aus dem politischen Leben ausgeschlossen und auch in ihrer Freizügigkeit eingeschränkt. Das mag alles stimmen. Und es ist exakt dasselbe in ganz, ganz vielen fundamental muslimischen Ländern. Wo bleiben die Anträge? Diese Anträge, lieben Altparteien, in vielen, vielen anderen Fällen. Warum reagiert man in diesem Fall aber nicht bei den Christen? Und wie gesagt, unser eigener Christenverfolgungsantrag wurde sogar explizit 9 Stunden zuvor im Bundestag abgelehnt. Das ist Heuchelei, das ist Bigotterie und das ist inkonsequente Politik. Wir hatten diese Woche eine kenianische Delegation im Bundestag, im Haushaltsausschuss, und die haben ein bisschen berichtet aus ihrer streitbaren Demokratie. Die hatten einen Bürgerkrieg bis vor einem Jahr und es hat sich formiert eine Koalition aller Parteien. So ist das nun mal in schwierigen Zeiten. Das ist wie schon vor 104 Jahren bei Wilhelm II. Der kannte bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs auch keine Parteien mehr. Ich kenne keine Parteien mehr. Und so war es in Kenia auch. Vor einem Jahr hat sich eine Allparteienregierung gebildet. Sie waren auch alle hier. Und sie haben sich zugleich als Regierungsparteien und als Oppositionsparteien zum Teil bezeichnet. Da waren also die Regierungsparteien dabei. Und in der Koalition mit der Regierungspartei sitzen Oppositionspolitiker. Warum erzähle ich das? Weil das eben so ein Beispiel ist, dass in nationalen Notstandssituationen man das braucht. Und der schöne Satz, den der Delegationsleiter von Kenia gesagt hat uns, we have to reduce politics. Ja, das ist in der Tat ein schönes Statement. Wir müssen die politischen Differenzen endlich mal auslassen, diese saudumme Geschwätz von der permanenten Hetze, die wir betreiben würden, endlich mal weglassen, endlich zu konstruktiver, logischer, marktwirtschaftlicher Politik zurückfinden und vor allem Reduce Politics macht den Staat schlanker, baut auch die Unterschiede, die ideologischen Grabenkämpfe der Parteien ab und dann kann man vielleicht zumindest in Notstandssituationen wieder bessere Politik machen. Wir werden in Deutschland dazu auch wieder kommen, aber wir werden leider ähnlich wie Kenia harte, sehr harte Rückschläge vorher haben und Krisensituationen, bevor diese Lektion dieser Kenianer, die 2017 gelernt haben, auch in Deutschland endlich wieder ankommt. Derweil schlagen wir uns noch mit anderen Besuchern rum und mit anderen Themen im Haushaltsausschuss. Eines davon ist der Besuch des sogenannten Hochkommissars des UNHCR, des Europäischen Flüchtlingskommissariats. Der Mensch ist eigentlich nur ein Mensch mit einem riesen Büro, 7,5 Milliarden Budget, davon 300, 400 Millionen deutsches Budget.
direkt aus dem deutschen Staatshaushalt. Und darum war er auch bei uns zu Gast, der Hochkommissar, sehr höchstpersönlich, mit großer Entourage, fast wie ein Staatsbesuch. Es war Herr Filippo Grandi, gab sich die Ehre. Er ist persönlich ein sehr sympathischer Mensch, das gebe ich zu. Ich habe länger mit ihm gesprochen und wir haben im Haushaltsausschuss mit ihm gesprochen. Und was er macht, ist wichtig. Ähnlich wie ihn eben erläutert in Myanmar, betreut die UNHCR, das UNHCR Flüchtlingscamps. Es ist wichtig, da werden jeden Tag Menschenleben gerettet. Und es ist im Prinzip gut angelegtes Geld, wenn der deutsche Steuerzahler hier diese Camps tatsächlich mitfinanziert. Die Charta dieses Offices, UNHCR, ist von 1950. Und natürlich hatten wir noch die Menschenströme, die wahren Flüchtlingsströme aus dem Zweiten Weltkrieg vor Augen gehabt und man wollte diesen Leuten helfen. Das UNHCR tut das in 130 Ländern dieser Welt. Das ist alles in Ordnung. Das hätte nie im Leben jemand von uns in Frage gestellt. Der Hochkommissar verlangt nun mehr Geld. Deshalb war er natürlich auch in Berlin. Deutschland ist ja nicht nur ein Land, in dem man gut und gerne lebt, sondern von dem man gut und gerne lebt. Aber gut, in diesem Fall hätte wahrscheinlich er sein Geld auch bekommen und ich vermute, er wird es auch bekommen. Unmittelbar nach uns war er nämlich dann im Kanzleramt und Frau Merkel hat angedeutet, bereits mehr Geld zu geben. Sie hat auch bereits mehr angedeutet, im gleichen Atemzug, und das ist das Problematische am UNHCR, dass sie das UNHCR bittet. Die Überführung, das Resettlement von 10.000 Flüchtlingen direkt nach Deutschland zu organisieren. Als Teil der zweiten selbstgegebenen Aufgabe des UNHCR. UNHCR ist der ausführende Arm für das unsägliche Programm, das wir gerade publik gemacht haben, Global Compact on Migration. Ein unfassbares Grenzauflösungsprogramm. Im Rahmen dieses Programms wird zwischen Flüchtling und Migrant nicht mehr unterschieden. Es darf jeder überall hin auf der Welt reisen. Der Nationalstaat hat nichts mehr zu sagen. Seine Grenzen sind aufgelöst. Und auch hier soll das UNHCR eine federführende Rolle spielen. Die einzige Fraktion, die das in dieser Anhörung mit Filippo Grandi, dem Hochkommissar, angesprochen hat, waren wir. Die anderen Parteien sind mehr oder weniger in den Hintern gekrochen, dem Herrn Grandi. Das muss man einfach mal so klar ausdrücken. Obwohl dieser Pakt inzwischen bekannt ist, das ist eben der andere Arm, den wir nicht mehr akzeptieren können. Flüchtlingshilfe im originären, engeren Sinne, völlig in Ordnung, hat das UNHCR 70 Jahre gemacht, alles gut. Aber Resettlement ist was völlig anderes und das ist die Sauerei, dass in den gleichen Budgettopf Dinge vermengt werden, die nichts miteinander zu tun haben. Die USA haben das verstanden, Herr Trump ist ausgestiegen aus diesem Programm, gibt dem UNHCR dieses Geld nicht mehr, mit dem klaren Hinweis, zumindest diesen Teil des Programms finanzieren wir nicht mehr. Das wäre auch unser Ziel in der AfD, das klarzumachen. Wir werden es versuchen, arbeiten da aber gegen Widerstand natürlich von links, von Grünen, von SPD, auch von CDU, CSU und interessanterweise an der Stelle auch der FDP-Vertreter in der Anhörung. Ich muss ihn zitieren, ich kann es dem Kollegen nicht ersparen. Er hat in seiner Fragerunde den Hochkommissar gefragt, wörtlich: Würden Sie, High Commissioner, ein Problem damit haben, wenn Deutschland die gesamte Lücke ausfüllen würde, die die USA gerissen haben? Oder hätte Deutschland Ihrer Meinung dann zu viel Einfluss auf das UNHCR? Das ist die Denke in den Köpfen. Das ist Wahnsinn. Und diese Denke muss sich gründlich ändern. Und nur dann kommen wir zu rationaler Flüchtlingspolitik. Und dann kommen wir auch zu einer Hilfe für die wirklich Bedürftigen, für die wirklich Verfolgten und nicht zu Resettlement, Grenzauflösung, was keiner will, nicht nur die AfD-Wähler nicht wollen, was niemals mehrheitsfähig wäre, was ich hier erzähle. Wüssten es die Menschen, es wäre bereits eine Revolution auf der Straße, genauso wie beim Geldsystem. Bleiben Sie uns gewogen.